Genau, mein Wangenapfel spricht mit mir. Genau. Nach oben hin darf immer blumig verblendet werden. Ja, wunderschönes Dreieck, Daniel. So. Aber ich darf es auch nicht übertreiben. Ein bisschen so. Hallo ihr Süßen, das ist mein erstes Video nach meinem großen USA-Urlaub. Und heute geht es um ein Video, das ihr euch super, super, super lange von mir gewünscht habt. Und zwar, wie man ein rundes Gesicht etwas schmaler schminkt. Etwas schmäler schminkt. Leave in the comments, ob es schmal oder schmäler heißt, sowas weiß ich nie. Genau, bevor es losgeht, wie immer, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und jetzt geht's auch schon los. Ich habe meine Haut jetzt erstmal so grundiert, wie ich sie immer grundiere. Und zwar mache ich eine Tinted Foundation aufs Gesicht. Hier benutze ich den Hydro Hero von Essence. Unter den Augen habe ich das High Coverage Mineral Concealer, den Concealer von Santé Naturkosmetik benutzt. Sonst predige ich ja immer, den Under Eye Brightener von Catrice zu benutzen. Den finde ich auch sehr gut. Aber gerade benutze ich das. Egal, heute geht es ja nicht um meine Grundierung. Trotzdem noch ganz kurz, fixiert habe ich das Ganze mit dem Fix and Prime Spray von Hyperogenic. Mega gut. Jetzt geht's endlich los, aber ich wollte so ein bisschen eingehen, wie ich im Grunde die Grundlage für das schaffe, was jetzt folgt, wie ich mein Gesicht schmäler schminke. Wenn man jetzt alle Rötungen, Augenschatten etc. rausgenommen hat aus dem Gesicht, wird das Gesicht flächiger. Im Grunde ist das das Gegenteil von dem, was wir heute machen wollen. Und jetzt machen wir es wieder plastischer. Erstmal so ein bisschen die Haare aus dem Gesicht. Jetzt suche ich ein Produkt, von dem ich hoffe, es eigentlich... Ah, da ist es. Und zwar benutze ich als allererstes den Trend It Up Multistick Cheek, Lip und Eye. Ich zeige es euch wieder erstmal an der Seite, damit ihr sehen könnt, wie das Gesicht schmäler wirkt im Verhältnis zu anderen. Und ich hole meinen Spiegel und ich gebe ein sehr spitzes Dreieck auf meinen Wangenknochen. Hier ist die Position Key. Und zwar bin ich hier sehr großzügig. Hier oben ist es, diese Linie ist gar nicht so wichtig. So finde ich es nicht schlecht. Ich drehe mich mal ein bisschen, dann sieht es besser. Jetzt kommt die Linie, die wichtig ist. Und zwar geht mal mit dem Finger hierhin, wo euer Wangenknochen ist. Egal wie voll das Gesicht. Jeder Mensch hat einen Wangenknochen. Und hier wollen wir den untersten Teil. Der ist bei mir nicht zu sehen, weil mein Gesicht rund ist. So, und dann gehe ich an dieser harten Stelle vorbei. Im Grunde mache ich das, was ich mit dem Finger eben gemacht habe, mit strichelnden Bewegungen mit diesem Stick. Und deswegen mag ich den so gerne, genau. Dann schließen wir das Dreieck hier. Ja, wunderschönes Dreieck, Daniel. So, das ist das Dreieck, das ich haben möchte. Dieser Schritt, muss ich dazu sagen, ist optional. Wenn ihr morgens mal weniger Zeit verplempern wollt, könnt ihr diesen Schritt lassen und im Kapitel hier unten zum nächsten Schritt springen. Ich persönlich mag mich aber lieber mit Rouge, deswegen trage ich Rouge auf. So, das fülle ich jetzt auf. Das kann man jetzt auf verschiedene Weise verblenden. Ich benutze meine Hände. Wichtig ist, dass ihr nach oben hin schön blurry werdet. Also richtig schön zart verblendet. Genau. Geht sogar bis in den Schläfenbereich, um es zu verblenden. So. Aufpassen müsst ihr hier. Hier, wo der Wangenknochen zu spüren ist. Hier darf es auf gar keinen Fall blurry werden. Und ich hoffe, man sieht das schon. Ich sehe jetzt überhaupt nichts, aber ich hoffe, man sieht, was ich meine. Hier darf eine harte Kante entstehen. Dieser Creme Rouge sorgt dafür, dass das Gesicht schon ein bisschen plastischer wird, ein bisschen definierter, ohne künstlich auszusehen, weil das soll wirklich für den Alltag sein. Danach nehme ich mein Puder. Ich benutze hier mein Lasting Perfection Puder von Manhattan, die ja neuerdings tierversuchsfrei sind. Gebe das ganze Gesicht in klopfende Bewegungen, weil ich weiß, die hat auch eine High Coverage. Wer das nicht möchte, kann auch das Translucent Powder von Hyperogenic benutzen. Das ist transparent, auch sehr schön. Das mache ich sonst nicht so minutiös morgens, aber für euch mache ich es extra hübsch und tupfe mein Gesicht so langsam ab. Auch über die Augen, weil das Puder, weil durch das Puder die Mascara später besser hält. Genau. Die Nase kann man ein bisschen mehr auftragen. So, ihr seht, mein Glanz ist weg. In dem Rouge Stick sind Glanzpartikel drin.
Finde ich jetzt nicht schlecht. Wer das nicht mag, kann auch ein Produkt von Alverde benutzen. Das packe ich euch in die Beschreibung. Wer meinen Kanal kennt, der kennt dieses Produkt auch ziemlich gut. Das übrigens Lippenstift habe ich letztens erst erfahren. Ich benutze das Rouge, egal. Jetzt habe ich das schön genug gemacht. Kommen wir zum nächsten Schritt. Ich nehme jetzt einen Pinsel, der bei mir am meisten hart und der wie ein Rouge-Pinsel geformt ist. Und nehme ein Produkt, was ich super gut finde für helle Complexions oder Medium Complexions wie meine, um die Haut zu bronzen. Bronzen ist ganz wichtig, wenn man das Gesicht ein bisschen plastischer, ein bisschen schmäler erscheinen lassen möchte. Und zwar benutze ich hier das Hyaluronic Fresh Bronze Powder. Eine Sache, die passiert, wenn man Foundation aufträgt, ist einfach, dass alles gleich farbig wird. Die Stirn ist meistens etwas heller und weil sie von der Sonne am ehesten getroffen wird. Und das holen wir jetzt zurück im Grunde. Man kann auch einfach die Stirn auslassen bei der Foundation. Das ist auch hilfreich. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich glaube, die meisten Leute schminken sich auf das ganze Gesicht und das ist nachvollziehbar eher. So, und jetzt fange ich endlich an. Und zwar, ich gehe erstmal so in den Bereich des Haaransatzes. Da seid auch nicht zu vorsichtig, weil man das gleich aus den Haaren ganz leicht wieder rausholen kann. So. Es ist leider super schwer, Hautsachen zu zeigen, weil die Kamera einfach so viel Farbe schluckt. Ich muss jetzt extrem viel drauf machen. Im Alltag würde ich das nie machen, aber ihr sollt ja was sehen. Ich glaube, man sieht noch gar keinen Unterschied zwischen den beiden Seiten. Ja. So, ich gebe mehr drauf. Ja, ich hoffe, man sieht, was ich meine. Also, ich gehe hier großzügig, sehr, sehr großzügig auf die Schläfe und auf die Stirn. Und im Grunde soll dieser kleine Teil hier frei bleiben. Ja, man sieht es überhaupt nicht. Ich muss gleich mal ein Foto machen davon. Auf Fotos sieht man sowas besser, weil der Kontrastumfang besser ist in Fotos als in Videos. So. Dann gehe ich mit dem Bronzer auch wieder über mein Rouge. Hätte noch ein bisschen Wärme. Guckt mal, wie ich meinen Pinsel halte. Ich halte den so, weil ich möchte nach da weich und nach da hart. Deswegen viel mehr Kontrolle halte ich den Pinsel so. Die Kamera schluckt das leider alles. Mit dem Bronzer könnt ihr noch sogar ein bisschen weiter ins Gesicht reingehen als mit dem Rouge. Man kann natürlich auch so ein bisschen lächeln. Und ich gebe noch so ein bisschen auf den Wangenapfel dann. Aber das ist, das müsst ihr gucken. Also guckt wirklich, wie weit ihr ins Gesicht reingehen könnt. Ich habe ein sehr flächiges Gesicht. Bei mir, ich kann weit reingehen. Aber ich darf es auch nicht übertreiben. Ein bisschen so. Seht ihr diese Kante, die entsteht? Die macht mein Gesicht da definierter. Dieses Licht nervt mich. Ich halte mal kurz das Licht weg. Seht ihr das? Und jetzt kann man den Unterschied auch besser sehen, glaube ich. Es gibt viele Leute, die sagen, man macht da drei und zu denen gehöre ich auch ab und zu. Aber ich lasse diesen Teil jetzt wirklich mal aus und unterbreche im Grunde die drei hier. Also ich mache hier ein C und dann nochmal so eine Linie hier. Hier so ein bisschen hier hin. Da kommt später halt noch ein bisschen Contouring hin, deswegen mache ich jetzt nicht so viel hier hin. Und ich weiß, das sieht hier sehr minutiös aus und aufwendig. Im Alltag mache ich das auch nicht so und es sieht trotzdem top aus. Jetzt kommt ein Schritt, von dem haben die meisten ein bisschen Angst, weil es schnell theatralisch aussehen kann, weil es aus dem Theater kommt und natürlich auch aus der Drag-Szene. Und zwar ist das Contouring. Contouring ist ein altes Lied. Ich persönlich versuche mir das Beste rauszuziehen aus der ganzen Geschichte und das zu verwenden. Und im Grunde ist es wirklich auch nur eine Linie oder zwei, um genau zu sein, die ich benutze heute, die in meinen Alltag, wenn ich Bock habe, einfließt. Wenn ich keine Lust habe, mache ich nur Mascara und Lipgloss drauf. Wenn man sich ein bisschen mehr Mühe geben möchte, Contouring is your friend. Ich benutze hier ein ganz billiges Produkt. Das ist von Essence Contouring Duo Palette. So ein Pinsel, der auch wieder so Richtung Rouge-Pinsel geht und gehe mit dem wieder so, also ich gehe mit dem auch wieder so rein, weil ich weiß, ich werde wieder so arbeiten. Ob das professionell ist, weiß ich nicht. Viele machen ja wirklich nur so, aber ich mache es lieber so. Zieh meine Haare hier zurück. Übrigens hier ein erstes Kraushaar. Vielleicht seht ihr das. Nein, ihr seid zu weit entfernt. Ihr seht das nicht. So, ich gehe wieder diese Linie entlang, die wir eben entlang gegangen sind mit dem Rouge. Fühlt wieder hin. Wo ist mein Knochen? Da wollt ihr nicht drunter. Niemals. So,
Und dann könnt ihr so ein bisschen lächeln, weil oft hilft das so zu gucken, wie die Diagonale sein soll. Also ich würde immer sagen, viele sagen zum Mundwinkel hin, ich finde das zu niedrig, ich gehe ein bisschen höher. Also hier, ich finde, das zeigt sich auch von alleine, weil mein Wangenapfel hier so schon so ein bisschen angibt, gehe ich hier drunter. Genau, mein Wangenapfel spricht mit mir. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe genug aufgetragen, ne? Gebe ich das überschüssige Produkt auf den Rücken, keine Ahnung. Und verblende das schön wieder nach oben hin. Nach oben hin darf immer blumig verblendet werden. So. Und ich weiß auch nicht, dieses 3-Euro-Produkt oder was es auch immer kostet, das hat einfach für meinen Hauttyp das perfekte Braun. Und macht so ein kleines Duckface oder so einen Kussmund. Das hilft, für mich hilft's, diese Blende zu verlinien. So. Und ich finde, man sieht sofort das Gesicht bekommt Kontur und das ist das, was wir heute schaffen. Licht und Schatten, Illusion. Mit dem allerletzten Rest, den ich noch habe, gehe ich dann hier so einen Schläfenbereich. Ich will nämlich hier nichts abdunkeln, weil das ist für mich einfach ein bisschen zu too much. Das gefällt mir einfach nicht. Aber ich gehe einfach mit dem letzten Rest rein und verblende. Ich könnte das auch ewig tun. Aber das ist nicht die Realität. So, ich hätte nochmal hier das Licht zurück. Ihr seht, ich hoffe, ihr seht es, wie schön definiert das Gesicht ist. Und das ist auch so ein bisschen durch die Wärme, dieses Einrahmen durch den Bronzer und durch das Contouring rahmt das Gesicht wunderschön ein. Es wird schmäler, es wird ein bisschen definierter. Das ist ein Haar. Kein Barthaar, sondern ein Pinselhaar. Und meine Kinnlinie ist nicht besonders ausgeprägt. Deswegen, das mache ich aber ehrlich gesagt nicht im Alltag. Aber ich zeige es euch einfach als extra. Hier zauber ich mir einfach ein bisschen mehr Schatten hin. Hier hinter das Ohr. Ich drücke das einfach so drauf und hebe auch gar nicht mehr ab. Und ihr seht, wieder einen Schatten geschaffen. So, und da ich das nicht zu unnatürlich machen möchte und hier auch noch irgendwas hinter dem Ohr passieren soll, ziehe ich das nur noch so rein. Der Rest ist einfach der Rest. Mehr Kinnlinie habe ich nicht. Es ist eine Duopalette, das heißt, es gibt auch noch eine andere Farbe. Ich will nur den richtigen Pinsel gerade finden. Meine Pinsel sind da, deswegen gucke ich da immer so komisch hin. Ich hole mal schnell den Pinsel und bin dann zurück, bevor ich hier noch... Das ist absolut optional. Ich mache das sehr selten, aber es schärft nochmal. Ihr seht, ihr dürft nicht zu viel auftragen, sonst wird es zu theatralisch. Aber es gibt nochmal mehr Schärfe. Das ist, ja, mein Gesicht, das keine Schärfe hat, bekommt auf einmal Kontur. Man kann auch noch ein bisschen hier hingeben. Also ja, ihr seht, was es macht. Ne? Und sonst setze ich das Produkt eigentlich nirgendwo ein. Genau, ihr seht. Ich hoffe, ihr seht es. Ich sehe es auf jeden Fall. Kontur. Auch ein optionaler Punkt. Ich liebe Rouge. Alverde Blush Lovely Autumn 20. Das ist ein so schöner Farbton. Wenn ich ihn so sehe, finde ich, sieht er ein bisschen altbacken sogar aus. Aber auf der Haut ist er so schön und passt zu mir so gut, dass ich froh bin, dass ich den geswatcht habe, obwohl ich ein bisschen voreingenommen war. Und ihr seht, ich benutze ein Highlighter-Produkt hier, ein Highlighter-Pinsel, weil ich das Gefühl habe, jetzt ist schon genug hier los. Ich möchte kein Rouge, sondern ich möchte ein Rötungsrouge, also als wäre meine Haut ein bisschen blushing, wäre ich ein bisschen errötet. Und dann gebe ich auf den allerhöchsten Punkt des Wangenknochens. Mache einen Kussmund, because I can. Und verteile das relativ großzügig anscheinend heute. Gebe noch ein bisschen auf mein Augenlid, why not? Und, wenn man so viel die Augenbrauen hochzieht, kommen die Falten zurück. Vielleicht auch noch hier ein bisschen drauf. Das ist einfach jetzt optional. Also das bringt einfach so ein bisschen Spiel in das sonst doch sehr flächige Gesicht, wenn man Foundation aufgetragen hat. Ihr seht ja, hier ist ja nur Foundation drauf. Klar, meine Augenschatten sind weg, meine Rötungen sind weg, aber mein Gesicht ist halt platt.
Ich gebe noch ein bisschen hier drauf, weil ich das Gefühl habe, so schaffe ich dann doch noch eine bessere Verbindung. Genau. Das ist einfach ein wunderschönes Produkt. Eine super natürliche Farbe. Ich glaube, allen hellen Complexions steht hier diese Farbe. Mit der kann man keinem wehtun. Das ist jetzt nicht so ein Purple-Ton oder irgendwelchen Ton, der irgendwie schwierig ist zu verblenden, weil er so auffällig ist. Das ist ein Ton. In hellen Complexions findet sich dieser Farbton überall wohl. Ich habe so ein bisschen Mascara und Lippenstift aufgetragen und einen Mini-Eyeliner, so wie ich sie im Alltag tragen würde. Und ja, natürlich nur auf einer Seite und für den größeren Vorher-Nachher-Effekt. Wir lieben doch alle Vorher-Nachher. Ja, ich glaube, es spricht für sich selber. Von der Seite sowieso, glaube ich, da sieht man ganz klar, wie das Gesicht an Struktur gewonnen hat. Aber von vorne sieht man auch, wie das Gesicht einfach so ein bisschen eingerahmter ist, schmäler wirkt. Und wenn ihr jetzt keinen Bock habt, so viele Produkte zu benutzen, könnt ihr auch nur den Bronzer benutzen. Wenn ihr einfach so mit einem C übers Gesicht geht, schafft ihr auch schon total viel. Und das kostet euch wirklich eine Minute. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Thumbs Up. Hier geht es gleich weiter mit Make-up Basics. Und jetzt sage ich einfach, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss!